Aber bringt uns Sergio Ramos! Und Diego Costa! Oh mein Gott! Dann können wir's. Messi! Oh mein Gott, ich hab Messi gezogen! Yo Leute, was geht? Und nochmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner Let's Play FIFA 16 Karriere mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother und dem FC Bayern München. Wir sind zurück und spielen gegen Hamburg zu Hause. Unser nächstes Bundesligaspiel. Das erste haben wir 5:1 gewonnen gegen Augsburg oder in Augsburg, besser gesagt. Dabei Lewandowski mit 2 Toren, Götze mit 2 Toren und unser neu gekaufter Ronaldo auch direkt mit einem Treffer. Ich werde mal in dieser Folge in 4-5-1 spielen und Müller dann als Zehner benutzen. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Robben auf die rechte Seite, Doppel-6 werde ich dann aber mit Vidal und Lahm spielen. Und dann darf auf die rechte Seite der Fernandes mal ran, der schon gesagt hat, ey Trainer, was ist denn da los? Kann ich mal wieder bitte spielen? Ich möchte nur spielen. So, und Boateng werde ich heute mal spielen lassen für Bartstuber. Und dann werde ich mal Mustafi und Boateng in der Innenverteidigung ausprobieren. Auf der linken Seite werde ich dann aber doch Alaba hier hinstellen. Und bis jetzt hat sich bei Alaba noch nichts getan. Normalerweise meldet sich ja da der Vorstand und sagt hier, ey, pass mal auf, verkauf den mal lieber, der ist total unglücklich. Aber bis jetzt, Gott bewahre, nichts passiert dergleichen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Alaba da bleiben wird. Keine Ahnung, vielleicht passiert da ja noch was. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Spiel rein. Das ist die Aufstellung, die habe ich euch gerade gezeigt. Und heute mal wieder ein Heimspiel gegen die Hamburger. Let's go, das ist das erste Heimspiel der Saison. Los geht's. So, Freunde, da sind wir auch schon beim ersten Heimspiel der Saison. Und da haben wir auch schon unsere Aufstellung heute wieder mit Viererkette. So wie letztes Mal, ein bisschen von der Dreierkette abgekommen. Heute im 4-2-3-1-System und gibt euch die Offensive. Ronaldo, Müller, Robben, Lewandowski. Krank. Einfach nur krank. Und dahinter haben wir gerade auch schon gesehen, Boateng, Mustafi, Fernandes und Alaba. Und auf der Doppel-6, Lahm und Vidal. Schauen wir uns erstmal die Hamburger an. Die bringen hier heute folgende Mannschaft aus Feld in einem 4-4-3. Raul Bobadilla haben sie sich geholt vorne drin. Und ansonsten alles Hamburger Gesichter, die man schon mal gehört bzw. gesehen hat. Bobadilla scheint neu gekauft zu sein von Augsburg. Und ja, Ronaldo bei uns natürlich ein neuer Mann im Spiel, im Kader. Die Bayern scheinen übermächtig diese Saison. Das hat man gesehen. 5:1 mal eben Augsburg weggeputzt. Jetzt soll Hamburg auch noch dran glauben. Und das zu Hause, da haben die Hamburger schlechte Erfahrungen. Immer hoch verloren in den letzten Jahren auswärts. Man erinnert sich an das 9:2 zum Beispiel. Das war schon sehr, sehr bedenklich, wie Hamburg damals aufgelaufen ist. Auch sonst in den letzten Jahren Hamburg immer mit schwachen Leistungen in der Allianz Arena. Und die Bayern legen direkt los mit Müller und Arjen Robben. So, Müller, Robben, auf der rechten Seite ist Platz. Und jetzt vielleicht direkt mal eine erste Chance. Flanke kommt rein. Adler ist da. Lewandowski in die Schnittstelle und dann ist es das 1:0 durch Philipp Lahm. Richtig gut gespielt von Lewandowski und Philipp Lahm, ja, der macht nicht häufig Tore. Aber heute ist es soweit, nach 11 Minuten ist der gute Adler das erste Mal geschlagen. So entsteht Müller auf Lewandowski, der zieht ein paar Leute auf sich und spielt dann einen wunderbaren Ball auf Philipp Lahm. Und der beweist die Stürmerqualität mit so einem Abschluss. Richtig, richtig stark. Adler da fast noch dran. Aber eben nur fast. Ostscholek, so heißt er, grätscht ins Leere. Und so steht es hier 1:0 nach 12 bzw. 11 Minuten. Richtig stark gespielt, Freunde. So muss das sein. Mustafi holt den nächsten Ball. Mustafi, Vidal, Lewandowski nochmal zurück. War kein Foul. Wollte hier eigentlich nochmal zu Lahm spielen. Jetzt Kontermöglichkeit. Mustafi hier zu spät, aber Bobadilla springt drüber. Und jetzt hat Alaba den Ball. Sehr schön. Kontermöglichkeit. Ronaldo. Ronaldo in der Mitte läuft Thomas Müller. Den hat er gesehen. Müller rüber zu Robben. Robben aus der Distanz mit dem 2:0. Wunderbares Tor von Arjen Robben. Nach 22 Minuten schon wieder 2 Gegentore für den Hamburger SV. Die können einfach in der Allianz Arena nicht dem Druck standhalten. Auch dieses Jahr wieder mit 2 frühen Gegentoren. Ein wunderbar vorgetragener Konter. Müller sammelt den nächsten Scorerpunkt und dann Robben mit einem richtig schönen platzierten Schuss. Und ja, da kann Adler nicht viel machen. Sieht den Ball spät, vor ihm stand ein Verteidiger. Und das ist ein wunderbares Tor von Arjen Robben. Und so steht es jetzt 2:0. Richtig geil. So muss das sein, Freunde.
Oh, jetzt mal. Der HSV macht ein Tor. Hamburg mit der ersten Chance und mit dem ersten Treffer. Ja, das ist mir schon in Augsburg aufgefallen. Die Defensive, da hapert es noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich da doch neben Boateng noch einen zweiten starken Innenverteidiger verpflichten. Auch wenn man hier Mustafi jetzt nicht die Schuld zusprechen kann. Einfach für ein bisschen mehr Stabilität. Und jetzt steht es hier 2-1. Mario Diaz in der 27. Ah, das ist schade. Das ist schade. In der Defensive könnten wir noch ein bisschen besser stehen. Muss ich mir mal überlegen. So, Lahm. Kontermöglichkeit. Philipp Lahm. Rechts läuft Robben. Der ist nochmal ein bedeutendes Stück schneller als Lahm. Robben. Macht den Turbo an. Robben. Auf dem Weg in die Mitte. Diesmal wird er vom Abschluss, der uns schon das zweite Tor hier beschert hat, gehindert. Kontermöglichkeit der Hamburger. Vorsicht. Ronaldo. Kontermöglichkeit. Ronaldo. Mit all seinem Tempo. Cristiano Ronaldo. Lewandowski läuft auf mit. Auch mit. Ganz rechts ist Robben. Ronaldo im perfekten Moment zu Robben. Der braucht zu lange. Robben macht aber trotzdem das Tor. Macht trotzdem den Treffer. 54. Minute. Arjen Robben mit dem 3:1. Ein bisschen glücklich. Wurde da zuvor perfekt von Ronaldo bedient. Dann ein wenig Dusel gehabt, weil er den sich dann doch ein bisschen zu viel Zeit gelassen hat. Hat sich den hier erstmal mal auf den linken gelegt. Dann noch einmal mitgeführt, aber dann mit dem rechten abgeschlossen. Und dann rutscht, glaube ich, sogar Adler ein bisschen weg. Und Robben macht einen Doppelpack hier. Wunderbar, es steht 3:1, Freunde. So muss man mal aus der Kabine kommen. Lahm mit einem richtig guten Ball auf Ronaldo. Ronaldo spielt den Verteidiger hier schwindelig. Immer noch am Ball, Ronaldo. Und dann konnte Diekmeyer da doch nochmal hin, der natürlich heute einen super schweren Gegner vor sich hat. Diaz, der Torschütze. Diekmeyer, da haben wir ihn. Und das war ein bisschen leichtfertig gegen Alaba, wird aber Vorteil gepfiffen. Und jetzt pfeift das doch ab, der Schiri. Robben mit der Ecke in die Mitte und wieder Adler. Müller ist aber noch da. Müller, kann er den Ball nochmal reinbringen? Müller bringt ihn rein. Da hinten ist Lewandowski. Adler mit einer super Parade. Adler mit einer ganz, ganz starken Parade rettet hier die Mannschaft vor der möglichen Entscheidung. Ist halt nur die Frage, ob das 3:1 nicht schon die Entscheidung war, denn Hamburg bis auf den Treffer wirklich heute nicht stark. Müller, ah, schade. Ronaldo, wunderbar, Ronaldo. Ronaldo und da ist Adler. Müller nochmal, Müller, da ist Vidal, Fernandes, Thiago, Götze, nochmal Ronaldo. Versucht hier zum Schuss zu kommen, wird abgegrätscht, immer noch Ronaldo, jetzt muss er den Ball mal abgeben, Vidal, Götze. Götze zu Vidal, der kommt nicht zum Kopfball. Hamburg steht hier ganz tief drin, um nicht den vierten Gegentreffer zu bekommen. Oh, was ein Fehler von Adler. Und Müller macht ihn nicht rein. Götze uneigennützig spielt ihn auf unseren Torjäger Thomas Müller. Aber der macht hier noch nicht seinen ersten Saisontreffer. Da kommt da vielleicht das nächste Spiel zu. Da geht es gegen Leverkusen, habe ich gerade erfahren. Vielleicht kriegen wir noch einen Angriff. Vidal auf Müller. Ach, auf Ronaldo meine ich. Über die linke Seite. Ronaldo. Ronaldo. Und das wird einen Elfmeter geben. Und den gibt es jetzt. Jetzt gibt es hier nochmal einen Elfmeter in der 90. Die Frage ist, mit wem schießen wir den? Giroud, oh, das war ganz, ganz knapp. Hätte auch fast noch Freistoß geben können. So ist es aber ein Elfmeter. Ronaldo hier automatisch ausgewählt. Der hat da 85. Müller hat da 90. Komm, ich lass mal Ronaldo schießen, weil er auch gefoult worden ist. Schauen wir mal. Ich muss da noch einen Elferschützen bestimmen. Ich weiß nicht, wen ich nehmen werde. So, machen wir es mit Cristiano Ronaldo. Ronaldo gegen Adler. Ronaldo gewinnt das Duell 4:1 in der 90. Minute. Cristiano Ronaldo trifft also erneut heute mit einer akzeptablen Partie. Hatte die ein oder andere Chance, aber eben keinen Treffer erzielt. Jetzt holt er sich den hier noch durch ein Elfmeter-Tor ab und damit dürfte die Partie dann auch gleich vorbei sein. Und damit ist die Partie vorbei. Wieder ein deutlicher Sieg hier am zweiten Spieltag nach einem 5:1. In Augsburg gibt es ein 4:1 gegen den Hamburger Sportverein. Spieler des Tages auf der anderen Seite René Adler natürlich. Der hatte 12 Paraden. Er hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, obwohl er 4 Gegentore bekommen hat. Ronaldo mit einem Treffer. Robben mit 2. Lahm auch mit einem Tor. Lewandowski mit einer Vorlage. Vidal, Müller mit einer Vorlage. Und Ronaldo kann sich das Tor ja schlecht selbst vorbereiten, da bei dem Elfmeter. 13:1 Schüsse, 7:1 Torschüsse.
Es sieht nach einem übermächtigen FC Bayern München in dieser Saison aus. So wie wir das bis hierhin beurteilen können. Unglaublich. 9:2 Tore nach 2 Spielen. Irre. So, und jetzt können wir hier schauen, ob wir noch trainingstechnisch was verändern. Ich glaube, ich nehme Koke raus und trainiere dann Jonathan Tah. Das wollte ich auch unbedingt machen. Damit der sich natürlich auch verbessert. Da machen wir dann aber El Rondo in der Verteidigung. Und schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Mit unserem Training. Der Bernhard verbessert sich bei Dribbling. Und Mustafi bei allen Werten ganz knapp vor der Verbesserung. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern, bis der auf 85 hochgeht. Und ich würde gerne noch Pogba haben. Auf dem bin ich echt heiß. Aber da gibt es bis jetzt nichts Neues. Ne, geänderter Spieltermin. Juventus Turin. Ah, müssen wir auch noch erstmal rangehen. Ja, gegen Koke wollen sie nicht. Wir brauchen erstmal neue Kohle, ist das Problem. Aber ohne Kohle nichts los. Und wir haben noch so viele Spieler, die wir abgeben wollen. Wir haben noch mindestens... Ja, wen haben wir denn noch? Wir haben hier, können wir mal gucken. Ah ne, hier, Status. Wir wollen abgeben. Eigentlich noch Steinhardt und Kohl, wobei das ist relativ egal. Ein von Kimmich oder Heuberg, das ist mir da auch ziemlich egal. Bart Stuber kam theoretisch weg. Theoretisch. Und eigentlich auch noch Koke. Und dann könnten wir uns noch einen guten Sechser holen und vielleicht dann noch irgendwas anderes. Aber anscheinend passiert hier erstmal nichts Neues. Vor dem Leverkusen-Spiel schauen wir nochmal. Bernat beklagt sich über sein Gehalt. Wir bräuchten halt irgendwie noch ein Transferangebot. Und erstmal Nationalteam abgereiste Spieler. Guckt euch das an. Genau das wollte ich haben. Starken Kader, trotzdem noch viele Deutsche. Neuer, Boateng, Lahm, Müller, Götze und Mustafi. Alle reisen sie mit der deutschen Nationalmannschaft weg. Sehr schön. Transferangebot für Holger Badstuber. 14,5 Millionen von Everton. Dann würde ich dann doch ein wenig mehr fordern. 19,5 Millionen würde dann schon eher meinen Vorstellungen entsprechen. Unbedingt muss er jetzt nämlich auch nicht weg. Aktuell ist er aus Spanien. Und Bernat beklagt sich über sein Gehalt. Was wir ändern wollten, müssen wir dann mal angehen in der nächsten Folge. Vielleicht. Ich bin erstmal raus, sag wie immer, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüssi.